Heute habe ich fünf Transfers für Hertha BSC und Freddy Bobic vorbereitet, die ihr meiner Meinung nach sofort betätigen sollte. Also, auf geht's. Nummer 1 auf meiner Liste ist Khaled Narey. Khaled Narey war letzte Saison einer der Offensivfaktoren für Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat nicht besonders gut abgeschnitten in der zweiten Bundesliga. Trotzdem war er sehr wichtig. Und er ist genau so ein Außenspieler, den Hertha unbedingt braucht. Er hatte letzte Saison in der zweiten Bundesliga 8 Tore und 15 Vorlagen. Das besonders Interessante ist, dass er Düsseldorf verlassen möchte. Und da wäre natürlich ein Sprung in die Bundesliga auf jeden Fall absehbar. Er hat einen Marktwert von 2 Millionen, was Hertha BSC auf jeden Fall bezahlen könnte. Und man könnte wahrscheinlich noch drunter verhandeln, weil er Düsseldorf unbedingt verlassen möchte. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass Hertha BSC Flügel und Außenspieler will und braucht. Und sowas wie letzte Saison passiert ist, kann nicht nochmal passieren. Es gab nicht genug Flügelspieler und man konnte nicht das spielen, was der Trainer spielen lassen wollte. Natürlich braucht man auch Qualität in diesen Flügelspielern. Und da wäre mein Vorschlag, der Spieler von VfL Wolfsburg, Josip Rekalo. Er hat ein Marktwert von 15 Millionen und da kann man direkt sagen, nein, den kann Hertha sich nicht leisten. Natürlich hat er auch ein sehr hohes Gehaltsniveau und aber dann kann man dazu kommen, dass er von Wolfsburg weg möchte. Man könnte hier eine Leihe organisieren, gegebenenfalls mit Kaufoption oder Kaufverpflichtung. Da die Frage, ob Hertha sich das leisten kann. Er hat letzte Saison bei Torino recht gut performt. Mit 7 Toren und 2 Vorlagen. Er ist ein Linksaußen und würde Hertha sehr gut weiterhelfen. Aber da ist natürlich die Frage, ob der Szeneriewechsel von Wolfsburg nach Berlin wirklich der ist, den er unbedingt haben möchte. Als nächstes schauen wir uns einen Stürmer an. Man merkt von den Gerüchten, die kommen, dass Hertha BSC noch einen Stürmer holen möchte. Was auch nicht verkehrt ist. Von den Gerüchten her kann man ableiten, dass es wahrscheinlich eher ein älterer und erfahrener Stürmer sein soll. Der Spieler wie Darry Sherhand und Luka Wollschläger, die beide junge Talente aus Herthas eigenen Akademie sind, weiterhelfen sollen. Hier ist mein Vorschlag Simon Zoller. Simon Zoller war letztes Jahr sehr viel verletzt, hat aber trotzdem 3 Tore und 2 Vorlagen in 10 Spielen gemacht. Das Jahr davor hat er 15 Tore geschossen. Und so ein Spieler, der 15 Tore schießen kann, oder generell zweistellig, fehlt Hertha seit Jahren schon. Und bei einem Marktwert von 1,1 Millionen ist es für Hertha auf jeden Fall machbar, diesen Transfer zu tätigen. Natürlich will Bochum ihn wahrscheinlich nicht loswerden. Trotzdem kann man da was organisieren. Und es ist genauso ein Transfer, den Freddy Bobic machen würde. Jemand, der nach einer Verletzung zurückgekehrt ist und wieder aufbauen muss. Der nächste Spieler, den ich vorbereitet habe, ist Marvin Mehlem von Darmstadt 98. Marvin Mehlem, einerseits kann man fragen, wer ist das? Und andererseits kann man fragen, warum sollte der in die Bundesliga zu Hertha BSC kommen? Er ist ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler von Darmstadt. Ehemaliger U19-Spieler, was jetzt nicht mehr viel wert ist, da er 24 ist, hat 800.000 Marktwert. Er hat bei Darmstadt immer okay performt, aber man kann gut hoffen, dass er durchstartet. Und er wäre kein teurer Transfer und genau so ein Schnäppchen möchte sich Freddy Bobic sicher holen. Es gibt ja Marco Richter, der jetzt aus persönlichen Gründen wahrscheinlich länger nicht spielen kann. Und da einen Spieler wie Marvin Mehlem zu holen, vielleicht sogar als Laien, wo man sagt, der kann durchstarten, muss aber nicht. Und bis Marco Richter zurück ist, wird er die zentral offensive Mittelfeldposition gut besetzen. Als nächstes ist ein Transfer, wo ich vorher anmerken möchte, dass es eher ein Wunschtransfer ist und wahrscheinlich einer, den Hertha BSC nie schaffen könnte. Und zwar ist es Luis Suárez. Suárez, also den Namen kennt wirklich jeder, da muss ich nichts dazu sagen. Einer der besten Stürmer, die man aktuell hat, also vor ein paar Jahren war er noch einer der besten Stürmer der Welt, jetzt nicht mehr ganz,
aber er ist ablösefrei und es gibt auch nicht viele Angebote für ihn. Natürlich will er wahrscheinlich sehr viel Geld und besonders zu Hertha möchte er wahrscheinlich nicht kommen. Aber wenn keine Angebote kommen und ihn kurz vorm Saisonstart noch schnappen könnte, dann wäre das auf jeden Fall einer, wenn man ihn für 2, 3 Millionen, also vom Gehalt her kriegen könnte, er würde sicherlich das Gehaltsniveau sprengen. Aber er würde Hertha auf jeden Fall weiterhelfen. Und da kann man direkt sagen, er würde Hertha weiterhelfen. Und so ein Spieler wie ihn wäre für Hertha extrem wichtig. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Ich bin jetzt wieder da. Folgt mir gerne auf Twitter @BigBonManSports1. Das war's. Hau he.